Guten Morgen. So, neuer Tag. Schon lange nicht mehr so lange geschlafen wie heute Nacht. Die Chaosbude muss jetzt aufgeräumt werden. Ich war schon gerade beim Frühstück unten. Und nachdem es vom Wetterbericht her sehr, sehr schlecht aussieht und draußen jetzt auch nicht unbedingt es schon regnet, aber nicht gerade sonnig aussieht, wird es uns heute wohl unterwegs nach Hause mehrfach einregnen und teilweise auch so richtig. Noch dazu, Hubi meinte, er möchte über Ulm fahren und bei Ulm ist mal so richtig der Regen angesagt. Ich habe den Regenradar angeschaut, da schiebt sich auch so ein richtig dunkelblauer Block aus dem Süden rauf Richtung Norden und wir wollen halt nur mal runter in den Süden. Kommt heute der Thermoboy zum Einsatz. Dann hoffe ich aber auch gleichzeitig, dass ich nicht noch viel rumlaufen, rumstehen oder gehen muss. Weil in dem Ding wird es halt echt warm. Ich liebe den, weil der super trocken hält. Da hatte ich im Dezember ja die Fahrt von Trier bis nach Ampfing im Dauerregen. Und da kam nicht ein Tropfen durch. Der ist wirklich super. Und ich werde heute auch keine Jeans und kein Pulli und kein nichts drunter ziehen, sondern wirklich nur die Funktionswäsche drunter. Aber dennoch ist er so warm, dass ich da heute gut ins Schwitzen kommen werde. So, ich muss schnell aufräumen. Ach, warum aufräumen? Geht doch viel, 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 viel einfacher. Ja, das macht man als Vlogger so. 3, 2, 1. So. Jetzt bin ich froh, dass das so schnell gegangen ist, weil sonst wäre ich direkt noch ins Schwitzen gekommen. Okay, auf rüber zu dem anderen und dann wird langsam was sich aufgesattelt. Und zahlen muss ich noch schnell. Piep, piep. Beim Schmucker wieder an der Brauerei. Die allerersten machen sich jetzt auf dem Weg. Wir haben schon so ein bisschen angefangen, uns zu verabschieden. Grabmüller-Trupp da drüben packt es jetzt dann. Duxseil sattelt schon gerade auf. Aber wir brauchen noch ein bisschen, weil Hubi streckt sich hier unten noch ein bisschen, während Marianne oben das Zimmer aufräumen muss. Arbeitsteilung, ne? Ja. Moderne Arbeitsteilung. Wohl modern. Ja, eine Ehe ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Was man nicht kriegt, das muss man sich nehmen. Hast du, brauchst du noch? Habe ich noch nicht. Deinen Kanal habe ich auch noch gar nicht abonniert. Ich verstehe doch nicht, warum. Pfui, pfui, wieso denn bloß? Dich kenne ich noch nicht. Der Holt. Holt, abonnieren. Ins feines Lager gewechselt. Oh, Fakeways. Ja, das ist dieser klassische Witz, wie viele Ingenieure braucht man, um ein Headset zu koppeln? Aufbau Intercom fehlgeschlagen. Ja. Ja, aber ihr beide seid doch gekoppelt, oder nicht? Nee, jetzt nicht mehr. Ja. Aber grundsätzlich schon, meine ich. Ja, grundsätzlich ja. Ja, dann koppelt dich doch mit. Also einer von euch beiden sollte das, du diese drücken, Gesprächsrunde jetzt öffnen, drücken, nicht ich, weil wenn das immer ich bin, dann wird das nichts mit. Dann muss er ja auch an den Koppler muss. Ja. Nee, ja, ja. Soll ich jetzt nochmal drücken? So, ihr beide verkoppelt euch jetzt mal. Das ist aber auch wirklich nicht einfach, die Kopplerei mit den Dingern, weil da gibt es Intercom verbinden, da gibt es Gruppen-Intercom, dann gibt es dieses Mesh, allen drum und dran und dann musst du auch wissen, auf welcher Koppelposition der andere gekoppelt ist, damit du so und so oft die Taste drücken kannst. Und das Ganze hat ja kein User-Interface, sondern das läuft nur über Gepiepse und zweimal piepsen, dreimal piepsen und ein paar so Sprachansagen. Also da bin ich mit meiner Frau und mit Marco auch jedes Mal wieder am Kämpfen, weil man nicht genau weiß, was da los ist. Mensch, die sind laut, die Jungs. Warst gestern gar nicht dabei bei dem großen Mesh-Gemetzel bei uns. Hat aber echt gut funktioniert. Ich habe heute Morgen mal kontrolliert mit meinem Setup, was ich mir da von Philtonic abgespickt habe. Und es ist erschreckend gut, die Sprachqualität. Also es ist besser wie das, was ich gestern sozusagen im Helm gehört habe. Also zum Glück habe ich das meiste davon aufgenommen und kann mir dann zu Hause nochmal anhören, was wir überhaupt geschwätzt haben. Gibt es bestimmt einen Testblock. Bestimmt. Ich habe ja wie gesagt auch von den Senas das 50S, 50R zum Testen gekriegt und das hatte ich ja dann auf den letzten Drücker noch eingebaut. Und toi 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 hat es funktioniert. Das ist die 3D-Druck-Variante. Du hast das gemacht, weil da kein Cage dann drum ist, oder? Ja genau. Alter. Also,
um den Vorteil von der 8er wirklich mal auszunutzen, dass du jetzt da halt hier mit diesem Ulanzi Batteriedeckel, wo du das Kabel noch einstecken kannst, an Akku und an die SD-Karte rankommst, ohne irgendwas auseinanderbauen zu müssen. Ne? Sehr schön. Und dann haben wir irgendjemand hatte mich gefragt, ob du mit der 8er auch den alten den alten Mikrofonadapter nehmen kannst, und offensichtlich ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, man braucht diesen Media-Mod dann. Nur, dass er nicht wirklich in der Firmware funktioniert. Ja. Also da hatte ich ja diesen kleinen, ich würde schon fast sagen, Disput mit dem Support von GoPro, wo ich eigentlich dachte, ich hätte ihnen wirklich nachgewiesen, dass ihre Firmware kaputt ist. Also mit der 1.2er Firmware ging noch alles. Bei 1.5 war dann, wenn du den Adapter angesteckt hast und schaltest, dann ist die Kamera an, erkennt er den Adapter nicht. Muss man mal rausziehen oder reinstecken. Dann haben sie das gefixt mit der 1.6er, aber dann ist, wenn du gleichzeitig einen Strom am Adapter hast. Mach's gut. Mach schön gut, kommt gut heim. Du auch. Und schauen wir mal. Wie gesagt, wenn du dann noch Strom angesteckt hast und dann wieder dasselbe Spielchen schaltest, dann ist die Kamera ein, wupp, ist der Adapter nicht da. Aber das wollte sie nicht einsehen. Mal gucken. Die haben sich dann wahrscheinlich bei der 8 auf das Media-Mod konzentriert. Ja, ich habe nach meinem Problem mit der GoPro, ich habe mir jetzt einen neuen Adapter gekauft, weil ich beim alten festgestellt habe, dass der hatte ja immer wieder den Ausfall, dass er nicht akzeptiert wird. Und ich habe festgestellt, wenn ich den USB-C andersrum reinstecke, dann geht es zu 80%. Wenn ich ihn richtig rum reinstecke, nur noch zu 10%. Und jetzt der neue scheint erstmal zu funktionieren. Schauen wir mal, wie lang. Bei uns verzögert sich jetzt die Abfahrt. Der Ruby hat gerade eben gesagt bekommen, dass eine Büroklammer hinten im Rad versteckt. Und jetzt beim Rausziehen vom letzten Stück macht es... Ja, wir machen jetzt ein großes Loch, bis das Ding komplett rein rausgeht. Da musst du noch ein bisschen hin und her machen, dass es richtig groß wird, das Loch. Und dann steckst du das Ding rein. Was für ein Ding? Siehst du dann gleich. Er meint besser jetzt so. Als wie wenn er unterm Fahren. Ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht so was hier schon noch nicht bleibt. Ne? Ja, er hat ein Slime-Kit dabei. Und das kann man jetzt einfach so. Da will ich aber ja, da hast du so eine Paste dabei, so eine Vulkanisierpaste. Krass. Also ich kenne nur die. Diese Reifenpilot-Dinger, was da halt reinspritzt, was dem, der den nächsten Reifenwechsel macht, immer unheimlich gut gefällt. Aber da haben sie so richtig was Hightech hierbei mit Loch größer machen und irgendwas reinstecken. Normal, wenn es ordentlich gemacht ist, kannst du fertig fahren. Echt? Gut. Ich glaube, ich hätte da keine Ruhe. Ja, das ist auch, sage ich das mal, ist nichts anderes mit Glück im Autoreifen, dass es im Profil drin ist, weißt du? Ja. Ja. Das ist halt so. Ne? Dann kommen wir halt eine Stunde später an. Wichtig ist sicher ankommen, nicht schnell. Richtig. Die alle interessiert. Gucken. Ja, damit müssen wir lernen, falls das auch passiert, gell? Also es gibt auch natürlich immer die Möglichkeit, wenn... Kommen wir jetzt mit raus oder nicht? Nee. So, und jetzt ein paar Minuten warten und dann abschneiden. Also es gibt auch andere... Ich hab meinen Sticker dabei. Bist du nicht gefreit? Büroklammer. Steckt einfach so drin. Mit der Zange rausgezogen, wirklich so beim letzten Block macht. Und hier ist auch mal ein Block drin. Das muss wieder aus. So, geflickt ist. Bubi dreht jetzt eine kleine Proberunde. Und dann hoffen wir mal, dass der Reifen dicht hält. Das ist halt schon ärgerlich, aber... So, Rubis Reifen scheint dicht zu sein. Jetzt noch schnell Handschuhe an. Kurz überprüfen, ob ich noch irgendwo irgendwas hängen habe, was ich verlieren kann. Das Geldbeutel und so, alles drin. Und dann fahren wir los. Oh, ich schwitze schon in dem Thermoboy wie Hulle. Da reicht stehen aus.
Aber dafür ist er halt wasserdicht und wir fahren eben, wie gesagt, heute voll ins Wasser rein. Aber es wird, nachdem jetzt mit die Reifengeschichte mit dem Hubi da ist, wird es kein sonderlicher Umweg, sondern wir werden einen einigermaßen direkten Weg nehmen. Ja, ist sehr, sehr schade. Das mit dem Reifen, weil er hat gesagt, den hat er erst seit 3000 Kilometern drauf. Und am Sonntag fahren sie in den Urlaub, die zwei mit dem Motorrad. Und das kannst du natürlich, ich meine, klar, du könntest mit so einem reparierten Reifen versuchen, dass du fahrst. Und in vielen Fällen geht das auch gut. Aber ganz ehrlich, das, was so ein neuer Reifen kostet, inklusive Wechsel, wenn doch was ist und ein halber Tag Urlaub flöten geht, dann ist es das Geld einfach nicht wert. Und es fährt dann halt auch immer das ungute Gefühl mit, ist was, ist nix. Und dann ist es besser, man fährt unter der Woche jetzt schnell in die Werkstatt und lässt sich einen neuen Schlappen aufziehen. Ja, habe ich mit ihm was gemeinsam, weil bei mir wird er auch Schlappen gewechselt, allerdings halt war er jetzt nach der Fahrt dann definitiv durch ist. Jo. So, ich werde auf der Heimfahrt gar nicht mal mehr so viel vloggen. Ganz einfach, weil wenn es dann eben, wie gesagt, Regen kommt, ich traue der GoPro hier nach wie vor nicht, dass das dicht hält. Die anderen sind ein bisschen mutig, aber ich habe halt schon mal einen Audioadapter verloren und das will ich nicht nochmal erleben. Und ja, ich werde, wenn es irgendwann anfängt zu pinkeln unterwegs, dann werde ich schnurstracks die Kamera ins Topcase packen und dann hören und sehen wir uns maximal zu Hause nochmal. Und wegen Abmoderation. So, hier trennen sich die Wege. Hubi und Marianne sind jetzt fast zu Hause. Bei mir sind es jetzt noch ganz knapp 100 Kilometer und die rauschen mal Autobahn weiter, weil schönstes Motorradwetter. Wie gesagt, den beiden vielen Dank, dass ich bei euch mitfahren dürfen. War eine super Truppe hier. Das hat mir Spaß gemacht, war echt cool. Ja, hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Jederzeit wieder. Da würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder sehen. Bestimmt. Und wir haben ja noch Zelten vor uns. Ja, ja. Irgendwann ja. Mal. Im Dezember dann. Vorher haben wir keine Zeit mehr. So, lass dich ganz kurz drücken, Dicker. Schmaler. Komm gut nach Hause. Ja, auch. Die paar Kilometer noch. Grüße unbekannter Reis. Ja. Richtig aus. Aber vielleicht lernen wir sie ja mal kennen. Bestimmt mal. So, 1000, keine Ahnung was, Kilometer später. Gerade zu Hause angekommen. 17 Uhr irgendwas vollgetankt, habe ich auch noch schnell. Das ist deswegen schon mal erledigt, brauche ich mich da morgen nicht drum kümmern. Und das Coole, Michaela gerade da gestanden im Bademantel, sie hat die Sauna angemacht heute. Top, weil es hat in Dorfen, also 17 Kilometer vor der Haustür, hat es aufgehört zu regnen. Bis dahin hatten wir keine Chance mit der GoPro zu filmen, einfach weil es permanent die ganze Zeit geregnet hat. Kann man machen, nichts. Ansonsten war es eine echt geile Tour. So, ich werde jetzt abpacken, den Kameraimport starten, dass das dann heute Abend noch erledigt ist. Wird heute Abend noch anfangen zu schneiden. Und bis die Kameras alle übertragen haben, dabei schlacke ich mich in die Sauna. Euch sage ich an der Stelle vielen Dank, dass ihr alles angeguckt habt und man sieht sich. Ciao.